Wir sind in der Schmiede, der historischen Schmiede. Und ja, das ist in der Schmiede hier, man schmiedet Eisen oder man macht Hufeisen, man macht Blumen, man macht Notenschlüssel und wir benutzen die hier die Maschinen. Man nennt hier die erste Maschine Lufthammer, die zweite Maschine Federhammer und das ist Wasserhammer. Und das, die sind alle historischen Maschinen. Mein Name ist Nail Al-Khatib und ich mache Vorführung in der Schmiedewerkstatt. Ich erkläre, wie man ein zum Beispiel Blumenblatt schmiedet. Und aus welchem Material das Blumenblatt, zum Beispiel das Blatt aus Eisen, wie man das macht, das Blumenblatt, wie man schmiedet das Blumenblatt, wie viel Temperatur soll das Eisen heiß, bis zu man kann schmieden. Zum Beispiel, wir sagen zwischen 800 Grad und 900 Grad. Ja, aber wie man erkennt die Temperatur zwischen 800 Grad und 900 Grad? Wir haben kein Maßgerät, aber ich zeige, wie man erkennt. Man erkennt von der Farbe das Eisen, zum Beispiel dunkel, hell, rot glühen. Wenn rot glühen, das bedeutet zwischen 800 und 900 Grad. Über 900 Grad, das Eisen fängt mit verbrennen und es zeigt das Eisen, wie, wenn verbrannt das Eisen wird, wie, was macht das Eisen, macht Funken und so, das zeige ich das auch in meiner Vorführung. Und ich erkläre, jeden Hammer, weil wir als Kunstschmied, wir haben mehr als 100 verschiedene Hämmer. Und jeden Hammer hat einige Aufgabe und einige Namen. Aber ich zeige nur, wegen, zum Beispiel, wie viel Hammer wir benutzen für ein kleines Blumenblatt. Zum Beispiel drei verschiedene Hämmer. Ein Messerhammer, ein Glatthammer und ein Rundhammer. Glatthammer macht Spitze von das Blatt und Rundhammer aus, oder breitet das Blatt und Messerhammer schneidet das Blatt. Und ich erkläre und zeige, wie man das macht, Schritt für Schritt. Es gibt viele Leute, die kommen auch extra hier zur Schmiede, weil jetzt ist in ganzem Berlin, es gibt nur 4 oder 5 Schmieden, in ganzem Berlin und Brandenburg auch, ich glaube. Deswegen die Leute kommen hier extra zu mir zur Schmiede zu schauen und die lernen, wie man das macht. Genau, und das macht mir Spaß.